Moin, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Aufnahme Infestation hier mit dem Jüten Romiat, der es mal geschafft hat, diesmal am Tage unterwegs zu sein. Ja, und wieder mal ist er alleine unterwegs. Hat ja da beim letzten Mal ein paar Ankündigungen gemacht, was momentan die Folgen hier angehen. Ja, und ich wusste eben gerade noch gar nicht, ob ich heute überhaupt aufnehmen werde oder nicht, weil ja, jetzt wo eine super lange Zeit mein Rechner soweit mitmachte, fing er jetzt vor gut, ich sag mal fast eine Stunde an, wieder einzufrieren. Ist mir echt ein Rätsel. Also ich bin die Tage noch davon ausgegangen, dass es vielleicht daran lag. Ich habe mal alle Stecker abgezogen, wieder dran gemacht. Man sagt dazu, es bilden sich Rußpartikel auf den Dioden, auf den Anschlüssen. Die habe ich gereinigt gehabt und wie gesagt, danach lief es jetzt eine Zeit lang und heute ist, beziehungsweise gestern ist er mir schon mal kurz eingefroren. Jetzt gerade eben dann wieder der komplette GAU. Ja, mal gucken, ob ich jetzt hier durchgehend die Aufnahme machen kann. Meine Kühler sind auch irgendwie wieder divers laut, keine Ahnung. Könnte sein, dass es mein Kühler ist, ich will da aber nichts hervorbeschwören, wo ich keine Ahnung von habe. Ja, ich bin wieder mit einem Randcharakter unterwegs, also nicht mit meinem Hauptcharakter. Einfach mal wieder so eine kleine Runde machen, wobei ich aber noch nicht weiß, wo ich denn lang gehe. Also ich habe mir das erstmal vorgenommen, Rocky Ford auf jeden Fall. Der erst überlegt, Whitestone Mountain und sowas lang zu eiern. Aber alleine, nee, das ist ein bisschen zu riskant, bin ich ganz ehrlich. Wobei Whitestone Mountain würde noch gehen. Ja, aber was danach? Wenn ich Whitestone Mountain gewesen bin, Boulder City will ich mir nicht antun. Oak Mountain Rest Stop ist mir zu extrem. Superior Junction. Nee, muss nicht sein. Ja, mal gucken. Also wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal durch Rocky Ford. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht nochmal die zwei Straßen sperren und dann mal gucken, ob wir noch weitergehen oder nicht. Ja, jetzt schon mal eine kleine Ankündigung. Jetzt am Wochenende bin ich das erste Mal mit Abonnenten unterwegs. Hier in Infestation. Wir werden mal gucken, wie gut das Ganze läuft. Und je nachdem könnte es sein, dass da die ein oder andere Aufnahme halt stattfinden wird. Schauen wir einfach mal, wenn sie es zulassen. Es soll ja kein Pflichtprogramm werden oder sonstiges. Es soll ja auch Spaß machen. Ich will halt mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Gleiche Wellenlänge und so weiter. Schauen wir einfach mal. Ist auch immer so eine Sache, die mitspielen muss. Ja, und je nachdem könnte es sein, dass ich das erste Mal wieder auf einem öffentlichen Server spiele, seit langem, seit sehr, sehr langem, der mal erwähnt, ich bin eigentlich gar nicht so der PvP-Mensch hier bei solchen Games, eben weil es auch darauf hinausläuft, als Cheater oder Hacker tituliert zu werden, habe ich auch schon oft das Thema gehabt. Wo es denn sein kann, dass der Account dicht gemacht wird, aus diversen Gründen oder Reporten, die gar nicht so gewesen sind, wie sie da stattfinden. Na, mal schauen. Jetzt haben wir hier die kleine Runde, ich bin mal gespannt. Hoffe, dass das Spiel auch mitmacht, weil hier ist es ja oft, man weiß nicht, ob heute alles glatt läuft und ob der Klient auch mitmacht oder halt hier, Spyboard, nee, nicht Spyboard hier, wie heißen das Dinge da, dieses Anti-Gedöns, ah, ich komme gar nicht mehr auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine. So. Ja, mich wundert es gerade eben, wo ich losgeeiert bin, 13 Uhr. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich schon 14 Uhr, nee, 13:37. In Wirklichkeit haben wir wieder nach 0 Uhr Mitternacht hier im Real Life. Leichter Ruckel auch gerade wieder. Kotzt mich jetzt ein bisschen an. Schon lange nicht mehr gehabt. Also in den letzten Aufnahmen ging es ja eigentlich. Und warum mein PC jetzt auf einmal wieder anfängt rumzuspielen?
bin, habe ich keine Ahnung, wo jetzt alles so gut lief. Ja, mal schauen. Könnte es dann nicht in nächster Zeit vielleicht meinen ersten PC über Ratenkauf zusammenstellen. Dazu muss ich jetzt aber noch abwarten. Gehört nämlich einiges mehr dazu. Wobei ich da aber nicht weiß, ob ich mir einen AMD zusammenstelle oder ein Intel. Jetzt momentan habe ich einen Intel i7 2600K drin, also schon eine ältere Generation jetzt mittlerweile. Naja, aber sollte es hier crashen, wie gesagt, das ist ein Charakter. Ja, crashen darf so ungefähr. Hier schon reges Gejammer, da ist die alte Erstalte. Ja, die scheint sich also erst umzudrehen mittlerweile. Jetzt hier innerorts geht's wieder. Taschenlampe brauchen wir nicht. M9 Helm. Was mit Sichtbrille? Ach so. Ja, haben wir zwar auch noch nicht, aber ist keinen Bock, mir hier das Inventar voll zu kloppen, wenn ich ehrlich bin. Hier oben liegt nichts. Oh, das erste Mal, dass hier die Gegend sehr leer ist. So. Übrigens, beim letzten Mal angeprangert, jetzt liegt hier etwas. Wow. Alter, ist die Alte doch noch gekommen, ey. Naja. Der fängt mich auch. Ja, beim letzten Mal hatte ich ja schon gesagt, die haben wohl die Version 2 hier von Colorado wieder verschoben. Ist nichts drin. So dass wir nicht wissen, wann es denn nun endlich rauskommen wird. Kompositarmbrust lassen wir liegen. Das ist die Mosebrücke noch vom letzten Mal. Kannst du sagen, was du willst. Hier, das ist alles noch so geblieben. Könnt jetzt höchstes Mal, pass auf. Ja, Tatsache, das geht. Sehr gut. Probieren hier einen Schuss zu machen. Ob sie treffen, ist eine andere Sache. Gucken wir mal. Ja, 50.000 Meter weit daneben, oder was ist los? Was war das denn jetzt? Naja. Hatte nicht sollen sein, oder wie sagt man immer, ne? Ja, dann komm mal her, Olle. Das erste Geldpaket. Eine 1 Liter Wasserflasche. Oh Gott, jetzt kann man schon wieder nicht über die Dinger rüberspringen. Zeitlang lief es gut, jetzt mittlerweile wieder... Energy Drink. Noch ein Dosentunfisch, sehr gut. Hier liegt nichts. Was haben wir denn da? Eine Dose Nudeln, Mini-Saints. Mittlerweile sind das auch wirklich 3D-Objekte und nicht nur flach dahin gepatscht. Sehe ich nämlich gerade. Da hinten der Geselle kann stehen bleiben, die können auch stehen bleiben. Mal kurz in die Mülltonne. Ne, hier ist nichts drin, da liegt auch nichts. Na, dann komm mal her, Madame. Ja, mit der Mosberg auf der einen Seite schon geil, dass das Zeug da liegen geblieben ist, aber auf der anderen Seite, naja. Da kann man sehen, wie man will. Nein, ich nehme nicht erst ein paar Minuten später auf vom letzten Mal. Ist wirklich einige Tage vergangen, wo man praktisch sagen könnte, ja,
Das könnte schon längst wieder die Spawns sein. Ja, auch hier ist alles noch so. Ey, guck dir das an. Nagelstreifen, sehr gut. Ja, ich nehme es jetzt mal alles mit und drop das dann gleich wieder. So, das Ganze droppen wir jetzt schon wieder. Der ganze Spuk ist hier erstmal weg ist. Schraubenschlüssel und die beiden Sachen hier auch noch. So, ja, wie gesagt, mal schauen, ob ich weiter wie diese zwei Straßensperren gehen werde, weil ja, allein ist das so eine Sache. Und jetzt am Wochenende, ja, wir werden, wie gesagt, unterwegs sein, aber ich nicht mit der Aldia, sondern wirklich mit Figuren beziehungsweise Abonnenten. So, bin gerade was stiller, weil ich hier nicht sehen kann, ob hier irgendwelche Zombies sind. Orange ist okay. So, dann gehen wir jetzt hier in das Haus rein. Feuerwehrhelm kann Feuerwehrhelm bleiben. Verbände nehmen wir mit, Chipstüte auch. Energy Drinks sowieso, die droppen momentan sehr, sehr, sehr intensiv. Dose Cola können wir süffeln. Schmerzmittel sind immer gut. Wie gesagt, Feuerwehrhelm lasse ich liegen, brauche ich nicht unbedingt. Einfach mal weiter hier. Jetzt bin ich gespannt hier auf den Fahrzeugen. Dann komm mal her, Madame. Ja, die hat mich gesehen. Oh, direkt Kohle fallen lassen. Sehr gut. 32. Da hinten die Madame kommt jetzt auch raus. Wenn sie mich denn mal richtig flanken würde. Nee, der kommt nicht. Hört sich so im Allgemeinen an, wenn man hier unterwegs ist. Und ihr merkt auch, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Immer noch eine Erkältung, die mir momentan sehr zu schaffen macht. So, Saft. Hier drauf war nichts, aber dafür liegt hier etwas, ein Schokoriegel. Die ist am Fressen. Können wir nicht direkt mal hier rüber reingehen? Das Haus schon mal durch. Hier liegt nichts drin. Hier im Auto, wie sieht's aus? Na hier, Instant Haferbrei. Noch ein Instant Haferbrei. Zuckerstange lassen wir liegen. Limo-Dose nehmen wir mit. Ja, der kommt. Oder auch nicht. Auf jeden Fall die Tüte Chips. Vorsichtshalber auch die Pistole mal mitgenommen, weil man weiß ja nie. Ja, die haben uns in Ruhe gelassen, sehr gut. Ja, jetzt sind hier zwei auf der Straße. Mal gucken, ob wir den einen, ja, den ersten einen. So, dann den anderen. Ich bin im Allgemeinen mal gespannt, wenn ich jetzt mit fremden Leuten unterwegs bin, wie das so teammäßig denn aussieht. Also Yaldi und ich sind ja so gesehen eingespielt. Wir wissen, wie wir uns gegenseitig verhalten, helfen können, was weiß ich nicht was. Wenn es mit Fremden unterwegs ist, schwarze Maske. Ist immer so der Überraschungseffekt. Er kommt jetzt oder nicht? Anscheinend nicht. Kiemann dann wird auf jeden Fall kommen.
Haben sie versucht auch schon das Geflenker, keine Ahnung. Ja, man weiß jetzt gar nicht mehr, wie die sich verhalten. Also da wünsche ich mir doch lieber die alten Bewegungen wieder. Dass sie ein bisschen Vielfalt reinbringen wollen, ist eine Sache, finde ich auch gar nicht so verkehrt. Aber dass das so extrem kacke ist jetzt mittlerweile. Von den Bewegungen her. Noch eine B92, sehr gut. Könnte ich ja eigentlich... 7 Kugeln, droppe ich das? Ja, und die Frames, die schwanken jetzt momentan zwischen 30, so wie man es fürs Aufnehmen gewohnt ist, beziehungsweise geht es dann aufwärts ab und zu auf 60 Frames, sodass es extrem flüssig läuft. Wie jetzt zum Beispiel, war es gerade mal ganz kurz auf 56, geht jetzt wieder auf 30 runter. Aber in 30 ist es